Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In diesem Video verschenke ich an euch die ganzen Pets, die ich in den letzten Tagen gefarmt habe. Packt noch ein paar Sachen in die Bank. Wenn ihr nichts bekommen habt, schenkt mir Bankeinladungen, vielleicht ist ja was frei. Oder versucht beim nächsten Stream dabei zu sein, bei dem ich dann wieder Pets verschenken werde. Viel Spaß! So, wir gucken jetzt erstmal hier in die Bank rein. Ich dachte schon drei Banken. Hier ist die Bank von Crafter. Hier ist dann meine Bank. 22 Pets. Ah ne, 198 Pets. Ich wollte schon sagen, uiuiuiui. Da haben wir einiges, was wir heute verschenken können. Ich gehe einfach mal auf die Settings. Dann runter und Collect Interest. Dann haben wir schon mal 28 Millionen Diamonds bekommen. Darüber freue ich mich. Und dann gehe ich auf Withdraw und hole mir dann ein paar von den Dark Matter Hacked Cats raus. Das ist das Schöne daran, wie aktiv Victor am Farmen ist. Da bleiben immer so viele Dark Matter Pets übrig. Ich kann die ohne Bedenken einfach verschenken. Das ist richtig cool. 198 Pets. Ist geil. Bin ich absolut dabei. So. Wie viele Pets habe ich? 69 Pets habe ich schon ausgewählt. Okay. Dann noch ein paar Dark Matter Hexigator. Und dann sind wir gleich gut ausgestattet für Pets verschenken. Einen Augenblick. So. Die Hexolotte, die in Dark Matter drin sind, die können ja auch erstmal drin bleiben. Gehe ich auf Withdraw. 99 Pets. Jo. So. Und dann, ich gehe mal hier auf Equip Best. Und dann sehen wir hier, diese ganzen Pets kann ich verschenken. Oh, das ist interessant. Rainbow Hexolotte sind so stark wie eine Dark Matter Hacked Cat, weil die sind hier alle so... Das ist lustig. Gut zu wissen. So, dann gehen wir mal auf Verschenken. So, ich gehe mal davon aus, dass alle, die um mich herum stehen, so auch was haben wollen. Ich gehe mal hier hin. Jeder, der zu mir herkommt, kann dann ein paar von den Pets bekommen. Als erstes haben wir... Ich kann seinen Namen nicht ganz lesen, weil er nicht rankommt. Cute Yannis. Wenn ich es richtig gelesen habe. Klicken wir an, traden wir an. Und du kriegst von mir dann ein paar Hexigator. Du musst mir wirklich keine Alien Parasites geben. Das ist echt nett von hier. Aber okay, danke schön. Wenn ihr mir Pets schenken wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Es muss aber nicht sein. Ist auf jeden Fall sehr nett. Trade successful. Okay, dann haben wir als nächstes Maya Fee. So, Maya Fee, du hast noch nichts bekommen. Also kriegst du jetzt auch von mir ein paar Pets. Ich würde sagen, 4 Pets sind immer gut. Ich meine, ich habe jetzt fast... Ja, ich sagen wir mal, ich habe 150 Pets zum Verschenken gerade draußen. Wenn ich dann 4 Pets verschenke, dann kriegt eine ordentliche Anzahl an Spielern ein paar Pets. So, haben wir Vero hier noch. So, Vero kriegt dann auch noch ein paar. Ich habe gar nicht so viele... Hexe, wie heißen die auch nochmal? Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt ausgewählt? 4, perfekt. Ich habe gar nicht so viele Hexigator, aber so ist nun mal das Leben. Wie kommt man in die Lobby? Man kommt in die Lobby, indem man mir auf Roblox folgt und dann einfach auf Beitreten drückt. Aber die Lobby ist gerade voll. Sobald ich mit allen Leuten hier auf dem Server durch bin, dann werde ich auch den Server wechseln, dass mir neue Leute nachjoinen können. So. Kriegst du noch ein paar. So ist nun mal das Leben. Dann haben wir LCLC. So, bitte sehr. Kriegst dann auch noch ein paar Pets. Kannst du auch gleich Bankeinladungen annehmen? Oh, danke für die Glitched Unicorns. Das ist auch nett. Bankeinladung, ja klar, werde ich nachher auch noch machen. Mache ich ja immer beim Pets verschenken, dass ich das jetzt so immer so im Wechsel mache. Trade Cute Yannis nochmal an. Ich gebe dir nochmal ein 5 Trillion Pet. Das ist echt nett, aber sorry, die Chance ist dann schon weg. So, dann haben wir noch Lukas 2006. Boss. Wo bist du? Du hast deine Trades auf Disabled. Die musst du bitte noch anmachen. Dann bleibt noch normaler Lukas übrig. Hier. Dann trade ich dich so lange an. Kriegst auch noch so ein paar Pets. So. Wen haben wir noch, den wir noch nicht hatten? Okay, Lukas... Boss schreibt, er hatte aber nicht. Du musst deine Trades auf alle stellen, damit ich dich antraden kann. So viel zum Thema Hub. Aber Hook hatten wir noch nicht. Also kriegst du von mir auch. Dann machen wir es so. Bitte sehr. Kannst du meine Freundschaftsanfrage annehmen? Nein, ich kann deine Freundschaftsanfrage nicht annehmen, weil in meine Freundesliste kommen nur Freunde. Und wenn ich da jede Person annehme, die mir eine Freundschaftsanfrage schickt, dann finde ich meine Freunde nicht mehr. Starkiller Raso. Okay, wo bist du denn? Hier. Kriegst dann auch noch ein paar Pets von mir. Okay, man sieht aber auch kaum, wer hier alles steht. Ja, Trade successful. Dann haben wir eine Person, die springt, deswegen kann ich den Namen gar nicht lesen. Wo bist du? Hier. Auch immer hart, wenn man den Namen nicht lesen kann, wenn man springt, ne? Okay, danke für die Pets. Das ist... Also 404 Demon freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ist echt nett. Ist ein ich habe nur 3 Pets reingelegt. Ich dachte, ich habe 4 reingelegt. Das ist immer blöd, wenn ich Pets anwähle und die nicht übernommen werden. So, Roblox, Adam, Sibi hier. Trade ich dann auch noch an. Okay, danke für den Gingerbread Dragon. Ich bin mir gar nicht... Doch, den Gingerbread Dragon habe ich... Wahrscheinlich schon in meiner Pet Collection gehabt, weil Victor hat ja die Dark Matter Pets alle in die Bank gepackt und ich habe die immer einmal rausgenommen. Starkiller Raso können wir. Nee, warte hier, Lukas, wie hieß er? Lukas 2006 Boss war's. Den können wir jetzt nochmal probieren. Die Pets hier sind jetzt auch alle so wild gemischt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Pets auswähle. Aber machen wir weiter. So, als nächstes haben wir hier noch jemanden namens Ave. Blub, 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 blub. Jetzt haben wir 4. Diese Person hier bekommt übrigens keine Pets, weil das ist ein Windows-Client-Typ, der noch nicht einmal einen Coin abgebaut hat in seinem Leben. Da hat man leider Pech. So, wen hatten wir denn noch nicht? Jetzt ist es schwer zu sagen. Ich glaube, ich hatte jetzt alle, oder? Also, wen ich noch nicht hatte, der soll jetzt nochmal zu mir kommen. Cute Yannis hatte ich schon, also gehe ich da wieder weg. Bei Starkiller Raso bin ich mir nicht sicher. Das ist die einzige Person, bei der ich mir nicht sicher bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Starkiller Raso hatte. Könnt ihr mir das in den Chat schreiben? Wisst ihr das noch?
Ach, ist doch egal. Ich trade ihn einfach nochmal an. Wenn wir dich schon hatten, dann kriegst du jetzt zweimal. Wenn nicht, dann kriegst du jetzt das erste Mal. Ist eigentlich egal. So, bitte sehr. Dann packe ich noch jemanden was in die Bank und dann werde ich gleich den Server wechseln, dass andere Leute auch nochmal die Chance bekommen, mir nachzujoinen. Also gehen wir einfach mal hier in die ersten Banken rein, weil jeder, der es dann nicht schafft, mir gleich nachzujoinen, kann mir stattdessen nochmal einen Bank-Invite schicken. Und dann kann ich euch in die Bank auch noch ein paar Pets reinlegen. So, erste Bank habe ich durch. Zweite Bank von Maxi haben wir jetzt auch. Darf jeder zweimal? Nein, es darf nicht jeder zweimal. Zumindest nicht zweimal pro Stream. Blub, blub, blub. Processing, das dauert irgendwie gerade ziemlich lange, oder? Ich kann dir keinen Invite schicken. Ich brauche 40 Millionen Gems zum Upgraden. Ja, das ist das Problem bei diesem Bank-Trading oder Bank-Pets verschenken. Aber ja, irgendwo gibt es immer Abstriche. Die Bank, ja, jetzt sind die Invites schon wieder bei 50. Ich gehe das ja halt durch, damit die Leute, die mir Bank-Invites schicken können, immerhin so die Chance haben, Pets zu bekommen. Und Leute, die mir keine Bank-Invites schicken können, die müssen halt versuchen, mit mir in eine Lobby zu kommen. Und Leute, die das nicht schaffen und mir keine Bank-Invites schicken, ja, feels Batman. Leben ist hart. Aber ich kann es leider nicht jedem recht machen. Kannst die Pets aus der Bank rausnehmen? Werde ich nicht machen, weil ich habe dabei immer zu große Angst, dass wenn ich Pets aus eurer Bank rausnehme, dass ihr das nicht wolltet. Auch wenn ihr es mir in den Chat schreibt, mache ich nicht. Einfach nur, damit ich nicht Risiko fahre, jemanden zu scammen. So. Und dann nehme ich noch eine letzte Bankeinladung an und dann wechsle ich den Server, dass mir die nächsten Leute wieder nachjoinen können. Wo haben wir? Oh, ich wollte nichts rausnehmen, ich will was reinpacken. Deposit hier. Blub, blub, blub. So, und dann werde ich jetzt den Server wechseln, damit wieder neue Leute nachjoinen können und auch neue Leute was bekommen können. So, ich versuche jetzt auch mal auf eine leerere Seite zu gehen. Sagen wir 2103. Okay, das geht nicht. 2030. Oh, das ist gut. Dann gehen wir direkt auf den Server hier. Da können wir dann ein paar Leute nachjoinen und ihr kriegt dann natürlich auch Pets. Ich werde es so machen. Ihr kriegt in der Reihenfolge Pets, in der ihr in den Chat reinschreibt. Also schreibt eine Nachricht in den Chat, wenn ihr mehrere Nachrichten schreibt. Also wenn ihr zu viel spammt, dann werde ich euch blockieren, weil dann sehe ich die Nachrichten der anderen Leute nicht mehr. Und das ist den anderen gegenüber unfair. Also kommt einmal rein in die Lobby, schreibt eine Nachricht, dass ich weiß, dass ihr Pets haben möchtet. Und dann werde ich die Nachrichten nach und nach durchgehen. Ich hatte noch kein Pet. So ist das Leben. So, ich gehe aber noch einmal hier an die Bank ran. Oh, die Bank habe ich gar nicht verlassen. Dann werde ich sie jetzt verlassen. So, werde noch eine Bankeinladung annehmen. Und hier nochmal was reinpacken. Dass alle, die es jetzt nicht in die Lobby geschafft haben, immer die Chance haben, mir nochmal eine Einladung zur Bank zu schicken. Dass ich euch dann später dann noch was reinpacken kann. Ich weiß, es dauert immer sehr lange, bis ihr was bekommt, wenn ihr mir eine Bankeinladung schickt. Weil 50 Bankeinladungen durchzugehen, dauert auch seine Zeit. Und ich muss auch erstmal diese Pets für diese 50 Banken zusammenkriegen. Also ist das Leben. Man kann leider nicht alles haben. Zeit und Raum sind zwar unendlich, aber für uns Menschen doch sehr begrenzt. Jetzt sehe ich wieder die Bank von jemandem, in der ich gar nicht drin bin. Und ich nehme aus meiner Bank jetzt nochmal ein paar Pets raus, damit ich ein paar mehr zum Verschenken habe. So, weil ich habe schon das Gefühl, die Pets werden knapp und ich möchte, dass viele Leute Pets bekommen können. So, wer hat alles in den Chat geschrieben? Als allererstes, Paluluten. Nee, Pauluten. So. Pauluten, hast deine Trades auf Friends Only? Schreib bitte nochmal in den Chat rein, sobald du deine Trades auf öffentlich hast. Als nächstes ist Tigran dran. Wo haben wir dich? Dich haben wir hier. Oh, du bist... Ich muss noch 27 Sekunden warten? Wie kann das denn sein? Habt ihr alle so lange gebraucht, reinzukommen? Alles klar, dann werde ich noch einmal in eine andere Bank Pets verschenken. So, blub, blub, blub. Packe ich rein. Bitte sehr. Und verlassen. So, ich versuche es jetzt nochmal mit Tigran. Jetzt sollten die Sekunden ja endlich rum sein. Trade Request Send, perfekt. Und dann kriegst du von mir... Auch ein paar Hexigator, ein paar Hexelottel. Please, nimm auch mal an, wenn ich... 10 Millionen Gems, danke für die 10 Millionen Gems. So habe ich... Ja, ich glaube, damit habe ich das Geld, das ich fürs Fusen ausgegeben habe, locker wieder drin. Wie kommt man in die Lobby, indem man mir auf Roblox folgt und danach joint? Aber jetzt ist die Lobby schon wieder voll. Also müsstest du warten, bis ich den Server wieder wechsle. So, nach Tigran ist dann Theo dran. Wo haben wir Theo? Theo ist nicht auf dem Server. Ja, Theo hat verlassen. Vielleicht war das auch der, der von Anfang an drauf war. Danach ist Noah dran. Noah, please hier. Hallo? Ich weiß nicht, was ich jetzt reingepackt habe. Okay, 4 Hackcats. Auch stabil. Ich kann nicht joinen, muss warten. So ist das Leben. So, als nächstes haben wir dann... Starkiller Raso, dich hatten wir schon. Hört man mich, Conny? Vielleicht. Aber ich habe Pet Simulator X ganz leise, weil Pet Simulator ist viel zu laut. Da macht Voice Chat keinen Sinn. Cute Yannis hatten wir auch schon auf dem letzten Server. Also ist jetzt Yusuf dran. Da musst du noch die Trade Request annehmen. Und ich pack dir dann ein paar Hacked Cats und ein paar Hexigator rein. Danke für den 404. Das muss wirklich nicht sein, dass du mir die gibst. Aber danke. Echt nett. Eigentlich will ich ja Pets verschenken. Aber ich freue mich natürlich über solche Pets. Yusuf, danach... Pauluten, versuchen wir es bei dir nochmal, du hast geschrieben, hab. Also trade ich dich nochmal an, Trade Request Send, diesmal hat's geklappt. Also kriegst du jetzt von mir auch ein paar Hexigator und eine Hackcat. Und ich krieg von dir einen Festive Cardinal, den hatte ich glaube ich noch nicht. Gingerbread Dragon kenne ich, aber den hier hatte ich glaube ich noch gar nicht.
Ich glaube, das bringt mir was auf die Pet Collection, oder? Schnell gucken. Ich habe 556 Pets in der Pet Collection. Ihr seht, ab hier fangen dann die großen Lücken an. Weiter unten gehen die Lücken dann wieder ein bisschen zu. 556 hatte ich. Mal gucken, wann es aktualisiert. Weiß es nicht. Oh, den Glitch Dragon. Da hatte ich einmal normal. Tatsächlich. Aber da will nichts mehr kommen, dann hatte ich den vielleicht doch schon. Okay, nach Pauluten wäre dann... Cute Janis nicht. Hatten wir auch schon Blitzleon dran. So, Blitzleon, kriegst dann von mir auch nochmal 4 Pets. Bitte sehr viel Spaß damit und gib sie nicht alle auf einmal aus. Und nach Blitzleon ist dann LT012011 oder 12.2011. Wo bist du? Du bist ganz oben. Dann kriegst du auch noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, was habe ich ausgewählt? Jetzt haben wir vielleicht 5, jetzt haben wir vielleicht 3. Wir haben 4, okay, alles gut. Danach haben wir immer wieder dieselben Namen. Dark Killer. Okay, Dark Killer ist noch nachgejoint, hat ein paar Nachrichten geschrieben. Bitte schreibt immer nur eine Nachricht, damit ich auch die anderen Nachrichten alle sehe. Wenn ich euch überlesen sollte, ist es sehr wahrscheinlich immer darin begründet, dass irgendwelche... Oh, jetzt habe ich dir nur 2 gegeben. Warte, ich cancel nochmal. Dark Killer, ich möchte dir schon 4 Pets geben. Sorry, warte, Dark Killer. Zumindest am Anfang möchte ich jetzt, dass alle Spieler zumindest 4 Pets bekommen. Ich muss halt warten, bis es registriert wurde, dass ich ein 4. dazu packe und dann... Okay, bitte sehr. Und dann auch viel Spaß mit diesen Pets. Dark Killer Raso. Und danach haben wir einen sehr gespammten Namen, der gerade nachgejoint ist. Den blockiere ich jetzt einfach mal, weil warum sollte ich ihn nicht blockieren, ne? Und das wär's dann. Nee, da ist jetzt eine neue Nachricht im Chat erschienen. Dann kriegst du von mir auch noch Pets und danach werde ich den Server wechseln, damit die Nächsten wieder was bekommen. Aber Bruder, schreib bitte stell bitte deine Trades noch auf öffentlich, damit ich dich antraden kann. Ich warte so lange, pack so lange noch Sachen in die Banken von anderen Leuten. Du schreibst dann rein, sobald du bereit bist. Ich gebe dir Pets und dann wechsle ich den Server. So, Leon Peter 2 kriegt dann von mir auch noch ein bisschen was. Perfekt. Bank verlassen. Olegi hat geschrieben, hab an. Also trade ich jetzt Olegi an. Wo bist du? Hier. Hast Glück gehabt. Bist gerade noch rechtzeitig reingejoint. So. Und Julius, du bist dann die letzte Person, die ich antrade. Jeder, der jetzt noch nachjoint, hat Pech gehabt. Weil irgendwo muss ich einen Schlussstrich ziehen, um dann auch den Server wechseln zu können. Ah, da muss ich auch noch 23 Sekunden warten. Und in den 23 Sekunden kann ich nochmal was in eine Bank reinpacken. Twitch unterstrich nichts. So, kriegst dann von mir auch noch ein paar. Viel Spaß damit. Wie kann man den joinen? Ich habe 3 Nachrichten über dir. Steht, wie man joinen kann. Guck einfach in den Chat. Oh, habe ich die Bank eben vergessen zu verlassen? Ja, ich habe vergessen, die Bank zu verlassen. Dann mache ich das noch. So. So, und du kriegst jetzt die letzten Pets auf diesem Server. Und danach werde ich den Server wechseln, dass neue Leute wieder die Chance bekommen. Und der Server wird gewechselt. So, eine Seite vorangehen. Dann haben wir hier den nächsten Server. Den kann ich dann beitreten. Und auf dem nächsten Server müssen wir dann wieder eine Minute warten. Die bringe ich rum, indem ich gleich Pets in Banken packe. So, da sind wir. Wie viele Pets habe ich eigentlich noch? Ich habe noch 124 Pets im Inventar. Davon sind wahrscheinlich 70 noch zum Verschenken da. Und dann kriegen die ersten Leute hier wieder ein paar Pets. Deposit. 1, 2, 3. Bitte sehr. Die ersten Leute joinen rein. Wie gesagt, schreibt bitte irgendwas in den Chat. Was ist das? Ein Glitched Immortus? Ach so, von dem einen. Den habe ich gar nicht. Den hole ich mir immer raus für die Pet Collection. Einen Augenblick. Den gönne ich mir für die Pet Collection, den habe ich nämlich noch nicht. Ich packe ihn natürlich gleich zurück. Ich will nur einmal sicher gehen, dass er in der Pet Collection dann drin ist. Krass, dass ich noch keinen Glitched Immortus hatte. Fällt mir auch jetzt auf. Wo ist er? Ja, ich hatte noch gar keinen Glitched Immortus. So traurig. Wir warten. Please, gib mir. Ich weiß nicht, wie oft diese Pet Collection aktualisiert. Ah, jetzt. Jetzt ist er drin. Also kann ich ihn auch wieder zurückpacken. So, geh wieder in deine Bank rein. Dann auf Deposit. Du kriegst von mir den... Wo ist er? Wo ist der Glitched Immortus? Ist das mein Inventar? Send to Bank. Wo ist der Glitched Immortus? Bin ich blind? Ist der oben? Ist der unten? Hier ist er. Okay, du kriegst einen Glitched Immortus und einen 404 Demon. Und einen Center Pause. Und einen Hexolotl. Und noch eine Hackcat obendrauf. Einfach nur dafür, dass du mir bei der Pet Collection geholfen hast. Und dann verlasse ich die Bank auch wieder. Und ich gucke jetzt den Chat durch. Roblox 98 kriegt auf jeden Fall nichts. Die Leute es immer wieder versuchen, aber sich nicht mal Mühe geben. So, der erste Trade Request geht raus an Jaden. Und du bekommst von mir dann auch noch ein paar Pets. Habe ich auf was gedrückt? Ja, ich habe auf was gedrückt. So, Bruder, danke. Kannst du Server wechseln? Ich habe gerade den Server gewechselt. Jetzt wird erstmal jedem auf diesem Server was gegeben. So, als nächstes wäre dann Leo dran. Du bist auch in vielen Livestreams dabei. Und die habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal was in die Bank gepackt. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Ui, Glitch Immortus, danke. Für den Dark Matter Glitch Immortus. Das ist gut für meine Pet Collection. Rainbow Candy Cane hatte ich wahrscheinlich auch noch nicht. Ein Dark Matter. Ein Rainbow Unicorn hatte ich schon, weil da, die waren in Mystery. Die waren im Traveling Merchant drin, als der Traveling Merchant richtig frisch rauskam. So, der nächste Spam-Name. Gönnen wir uns. So, bitte sehr. Kriegst dann auch noch ein paar. Ich joine direkt und schaffe es irgendwie trotzdem nicht. Der Stream hat auch ein bisschen Verzögerung und alle anderen joinen auch direkt. Ich weiß nicht, an welchen Faktoren das liegt, wer erst zuerst durchgelassen wird, aber naja. So, nächste Person haben wir hier.
Hast deine Trades auf Friends Only, stell deine Trades bitte auf öffentlich und schreib dann nochmal rein. Danach haben wir hier noch Nico. Mein Spiel stürzt immer ab, spiel auf dem Handy. Dann brauchst du wahrscheinlich ein besseres Handy. Oder hol dir am besten direkt einen PC. Wenn du nicht einen PC hast, PCs haben sowieso erstmal mehr Leistung. Es ist unwahrscheinlicher, dass ein Roblox-Client an einem PC abstürzt, selbst wenn du einen schlechten PC hast. Es würde höchstens laggen. Und du kannst anfangen, eigene Roblox-Spiele zu entwickeln. Und das ist sehr useful, wenn du zum Beispiel Free Robux haben möchtest. Ich blick gar nicht mehr durch bei diesen ganzen gespammten Namen, weil ihr auch so viel schreibt. Also bitte, schreibt nicht so viel in den Chat, wenn ihr schon einmal geschrieben habt. Die Person ist aber nicht mehr drin, okay. Ach, Zerro hatcht gerade Ex, das ist auch nervig. Aber ich sehe keine neuen Nachrichten mehr. Thomas, du hast deine Trades of Friends Only. Und Giko Edits schreibt, hey, okay, Giko Edits. Da müssen wir noch 18 Sekunden warten. Wer war die Person, der ich vorhin was geben wollte, die Trades of Friends Only hatte? Ich weiß es nicht. Aber sie muss ja sowieso noch Hub in den Chat schreiben. Shark ist als nächstes dran. Hast deine Trades aber auch auf Friends Only? Langsam reicht's mir. Juli 2008. Okay. Traden wir Juli 2008 an. So, Johnny, was ich dir gegeben habe, war ein Pegasus. Achso, ein Pegasus und kein Unicorn? Oh, warum sehen Pegasus und Unicorn so gleich aus? Hä? Warte, Pegasus. Interessant. Warum sieht der Pegasus so aus wie ein Unicorn? Das muss ich mir angucken. Pegasus, Unicorn. Aber ich habe sowieso keine Chance, jemals herauszufinden, wo dieses Unicorn hier zu finden ist. Mein Unicorn besitze ich auf jeden Fall nicht mehr. Unicorn. Ach doch, sieht ziemlich anders aus tatsächlich. Und ich habe Unicorn. Oh. Ich habe Unicorn gar nicht in Rainbow gehabt, dann war das doch Pegasus. Hä, warum verwechsel ich Pegasus und Unicorn? Naja, ist ja auch egal. So, wer hat jetzt noch alles geschrieben? Tomo hat geschrieben, habe, also schicke ich dir jetzt auch noch eine Trade Request. Und alle, die ich übersehen habe, müssen jetzt bitte nochmal eine Nachricht reinschreiben, weil der Chat war richtig voll gespammt mit ganz viel Kram. Und da habe ich den Überblick verloren. Blub, 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 blub. Viel Spaß mit den Hexolotte. Mein Freund spielt an Switch Super Smash Bros. Ultimate. Okay, cool, aber wer hat gefragt? Okay, nur Aquana 2010. Okay, traden wir auch noch an. Oh, nicht blöd. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe gar nicht mehr so viele Pets. Ui, und ein Hacked Raccoon, danke. Ich glaube, den habe ich gar nicht in der Pet-Collection, weil der immer auto-deleted wurde. Okay, dann hat noch Agent Lulu was reingeschrieben. Also trade ich dich auch noch an. Und dann packe ich dir auch noch ein paar Pets rein. Oh, 404 Demons, das ist nett. Danke. Stell dir vor, ich schenke dir 3 Hexolotte und du schenkst mir im Gegenzug diese ganzen Hexolotte. Okay, danke schön. Dann habe ich ein bisschen mehr zum Verschenken. Ist echt nett von dir. Something went wrong. Ah, jetzt doch. Okay. Die kannst du verschenken. Ja, werde ich machen. Und die Leute joinen die ganze Zeit nach. Aber ich will jetzt langsam auch mal wieder den Server wechseln. Also haben wir jetzt noch 2 Personen, die was kriegen können. Und dann wird der Server geswitcht. Erstmal dich. Du musst noch 19 Sekunden warten. Und dann haben wir noch Remus hier. Ah, du hast deine Trades of Friends Only. Schreib bitte rein, sobald deine Trades öffentlich sind. 8 Sekunden warten, kriegen wir hin. Switch Server, ich werde gleich den Server wechseln. Please, 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 danke. So. HMZ-Dumm schreibt die ganze Zeit. Ich. Aber dich hatte ich doch schon. Es sei denn, du hattest deine Trades of Friends Only. Aber dann habe ich das inzwischen vergessen, weil der Chat war zu voll. Jummy 1155. Ah, jetzt kommen auch noch neue Leute. Leute, die jetzt noch nachjoinen, die kriegen dann nichts mehr, weil ich werde jetzt den Server wechseln. Also reicht das. So, haben wir. Dann machen wir es noch einmal. Remus hat seine Trades jetzt nicht mehr auf Friends Only. Also kann ich dir auch wieder was geben. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Das ist echt traurig. Kennt ihr das, wenn ihr die Fähigkeit zu sprechen verliert? So, und die letzte Trade-Anfrage schicke ich jetzt an dich. Du hast deine Trades of Friends Only, dann hast du versagt. Ich habe jetzt irgendwem geschickt, Gameblocks 3000. Gameblocks 3000, die habe ich aber auch noch nichts geschenkt, oder? Dann kriegst du halt jetzt. Glücklicher Zufall, dass du was kriegst. Und meine Pets gehen echt alle. Ja, dann kriegst du halt ein paar goldene 404 Demons, ne? Gönn dir. So, und ich werde dann jetzt den Server wechseln, dass neue Leute die Chance haben, wieder reinzujoinen. Oh, die Seite war's das, okay. Oh, die Leute hören auf, Pet Simulator zu spielen. Die Seiten sind alle leer. Okay, auf den Server kann ich gehen. Perfekt. So, da ist Pet Simulator, ziehen wir auf den Bildschirm rüber. Und ich gehe nochmal an die Bank, weil wie viele Pets habe ich denn noch? Ich habe noch 78 Pets davon. Ui, sind echt nicht mehr viele zum Verschenken da. Ich muss noch ein bisschen was rausholen. Withdraw. Das ist jetzt die Bank von CDF. Ich wollte auf meine Bank. So, withdraw. Ein paar Hexolotl, ein paar Hexigator. So, und das ist dann aber auch der letzte Server, auf dem ich noch Pets verschenke. Danach gehe ich in andere Spiele rein. Weil irgendwann ist auch mal gut. Und ihr seht, ihr macht mich arm, Leute. Ihr macht mich arm. So, als erstes hat Mach das was geschrieben. Ist die Zeit schon rum? Ah. Ich mach das. Stell deine Trades bitte auf öffentlich. Weil sonst kann ich dich gar nicht erst antraden. Ich hab noch nicht. Digga, wenn deine erste... Weißt du was? Nee, du spammst rein. Ich will jetzt nicht, dass auf dem Server das Gespammer auch wieder anfängt, also wirst du blockiert. Wenn jeder nur eine Nachricht schreiben würde und das wär's, dann könnten wir richtig smooth durchgehen und jeder würde was bekommen. Aber wer spammt, der wird jetzt blockiert. So, du kriegst dann die hier. Bitte sehr. Deine Server sind voll, so ist das Leben. Ja, du kannst mir noch eine Bankanfrage schicken, falls du eine Bank hast, in der du Leute einladen kannst. Dann kriegst du wahrscheinlich nächste Woche Pets. So, dann die nächste Person. Leon kriegt dann auch noch ein paar Pets. Stream Elements hat heute keine Lust. So, als nächstes...
ist. HZM Dumm hatte schon. Und wenn er nicht hatte, dann tut's mir leid, aber das liegt dann an dem ganzen Spam, da ist er dann untergegangen. Underworld YT kriegt aber als nächstes. Ja, soll aber auch 4 Pets bekommen. Mann, schon wieder Server voll, das ist so das Lebensleben. So, danach haben wir dich. Okay, schicken wir dir auch noch eine Trade-Anfrage. Wo bist du? Hier, und du kriegst dann auch noch ein paar Hacked Cats, bitte sehr. So, möchtest du auch... Achso, du hast was anderes reingepackt. 300 Millionen? Das ist eine Menge. Aber wenn du nicht gleich annimmst, dann kennst du dich den Trade und dann ist die nächste Person dran. Okay, du kennst es selber. Perfekt. Dieses ganze Gespam. So, Mooncake. So, Mooncake, du bekommst... Ja, komm, mach mal so einen Trade hier. Bitte sehr. Du musst mir nichts im Gegenzug reinpacken. Ich drücke jetzt einfach auf Ready. Und nach Mooncake kommen dann immer wieder die Namen von denselben Personen. Und dann hat Julius noch was reingeschrieben. Okay, Julius, ich bin mir nicht sicher, ob wir dich heute schon hatten. Wir hatten dich auf jeden Fall schon mal in einem anderen Stream. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, kriegst du auch eine Trade Request. Du musst ja aber halt nur annehmen, ne? So, und okay, danke, I guess. Das ist echt nett, dass du mir die ganzen Hexolotl reinpackst. Aber ich wollte eigentlich auf dem Server heute fertig werden mit Verschenken. Okay, danke, warum nicht? Dann kriegen die Mission, die nächsten Leute halt ein paar mehr. Auch nett. Immer sind die Server voll. Ihr müsst ihr euch bei Preston beschweren. Preston hat die Server so klein gemacht. Und hat die mit Absicht so klein gemacht. Okay. Cat to huge cat. Schreibt, kriege ich Pets. Dann kriegst du natürlich Pets. Und du kriegst ein paar mehr als 4, weil ich ja eben auch ein paar mehr als 4 bekommen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt reingepackt habe, aber ja, das sind ein paar mehr als 4. So, wo war ich eben? Ach ja, hier. Julius hatten wir schon. Lilly hatten wir noch nicht. Also kriegt Lilly jetzt noch ein paar Pets. Wurde ignored, dann nicht. Und danach... Hatten wir auch schon. Ich mache jetzt noch einmal Lilly, falls es ein Versehen war. Okay, es war ein Versehen. Also kriegst du jetzt auch noch ein paar Hexolotl von mir. Und die restlichen Pets, die packe ich jetzt anderen Leuten in die Banken rein. Denn auf dem Server bin ich jetzt durch. So... The Best Gamer kriegt jetzt noch ein paar. Ich habe schon wieder 50 Invites. Ist noch nicht zu fassen. Ich weiß nicht, in wie viele Banken ich heute was reingepackt habe. Aber okay. Mit The Best Gamers Einladung hat was nicht geklappt. Dann ist halt jetzt Ehrendraches Bank dran. Da packen wir dann ein paar von den Pets hier rein. Bitte sehr, verlassen. Ich würde sagen, ich packe noch in 5 Banken was rein. So. Bank Nummer 2. Hui. Das Geräusch hat mich gerade genervt. Okay. Not enough space in the bank. Oh, das nervt immer auch. Oh, wenn not enough space ist. You're doing this too fast. Okay, jetzt ist der Server kaputt, weil Preston ja hier diesen blöden Debounce reingepackt hat. Dann kann ich dir nichts reintun. Sorry, deine Bank war zu voll. Ich gehe bei Liam rein und wenn wir Pech haben, geht's bei Liams Bank auch nicht. Und you're doing this too fast. Ich kann dagegen nichts machen. Jetzt ist es vorbei. Na gut, dann würde ich sagen, der Traveling Merchant. Was hast du im Angebot? Müll hast du im Angebot. Müll will ich alles nicht haben. Ich gehe lieber zum Mystery Merchant. Ha! Warum kostet die Bank so viel? Weil Preston Geld mag. Hallo Crafter, du kannst gerne auf Discord kommen, wenn du mit mir reden möchtest. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's mit Pet Simulator X Pets verschenken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!